Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Elex. Bring mir etwas bei. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht gehen tut. Ich kann klicken wie ein Ludel, wir erfüllen alles, alle Voraussetzungen, und wir können das mit Waffe verzaubern nicht lernen. Wenn wir jetzt noch 10 Punkte in Gerissenheit investieren, können wir wenigstens das da lernen und probieren. Ich komme da gerade nicht mit, warum diese Fähigkeit nicht geht. Vielleicht muss ich noch was anderes lernen. Aspekt des Krieges. Spruch. Nahkampfwaffen plus 50. Das haben wir aber schon. Der zeigt mir auch an, dass wir das schon könnten. Das stimmt aber nicht. Vielleicht müssen wir zuerst das Mana lernen und können dann das hier erst, weil wir viel Mana bräuchten, um das zu verwenden. Ich probiere das jetzt einfach mal. Bluttransfer einzusetzen. Energie plus 20. Ah, verwandelt Lebensenergie in Mana. Mhm. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Aber brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich. Aber das ärgert mich jetzt gerade mit dieser Waffe. Wir werden noch ein bisschen Gerissenheit lernen. Gerissenheit? War das jetzt falsch? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? War das jetzt wirklich? Gerissenheit, jawohl. Gerissenheit. Probieren wir mal 10 Stufen. Geht sich das aus? Ja, dann sind wir dafür halt ziemlich arm dran, aber wir können dafür besser mit Magie, ne? Was uns ja eh schon ordentlich den Bobsch gerettet hat. Übernehmen. Klar, Stärke wäre besser für Nahkampf, ne? Aber hier ist auch nicht schlecht, dann kann unsere Magie besser Schaden machen. Bring mir was bei. Gut. Und zwar Magie, bitte. Ja. Und das verstehe ich nicht mit der Waffe, echt nicht. Haben wir noch genügend? Wie soll das nur weitergehen? Ja, ja, wenn wir für uns alle Intelligenz auf können wir hier noch auf 5. Geht sie beinhart aus, ja. Machen wir das auch noch. Wo ist er? Hallo. Bring mir was bei. Bring mir. Gut. Nochmal das Mana, würde ich sagen. Viel mehr Damage. Und. Das geht halt nicht. Das verstehe ich nicht, warum die Fähigkeit nicht geht. Genauso wie der suchende Pfeil. Liegt es daran, dass wir keine Berserkerwaffe führen? Liegt das tatsächlich daran? Eventuell? Könnte ein Grund sein, ne? Jetzt muss ich kurz schauen, was wäre noch interessant. Wir hätten noch einen Lernpunkt übrig momentan. Was wäre denn noch ganz interessant für uns? Nahkampf bringt mir jetzt gar nichts. Granaten, weiß ich nicht. Sowas wäre gut. Resistenz. Feuer, Frost und Gift. Überlebenslehrer. Dir Trophäen. Hoho. Ha. Haha.
Das sind so viele tolle Sachen. Tiertrophäen wären auch nicht schlecht. Viel mehr Geld, aber die Giftresistenz wäre auch nicht schlecht. Die Strahlungsresistenz wäre auch nicht schlecht. Aber die Tiertrophäen würden mich schon mehr reizen. Einen Überlebenslehrer brauchen wir. Der war doch hier oben. Oder? Warte mal, Überleben. Kampflehrer war das. Hoppala. Hakon ist der Überlebenslehrer. Hakon, der ist da drüben. Ach ja, natürlich. Mal bin ich blöd. Da drüben, da war er irgendwo. Hier. Hallo Hakon. Bring mir was bei. Bring mir. Ja. Tiertrophäen. Ich werde mich für die Tiertrophäen entscheiden. Gib mir Elex. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Es ist ja eh wurscht. Sollte das Spiel auch schon zu Ende sein. Ist egal. Gelernt ist gelernt. So. Gut. Was jetzt? Was nun? Wir haben das Mittel. Wir müssten jetzt zurück zu Nesti dürfen. Also gehen wir mal zurück ins Lager der Mitte. Und reden mit ihr. Und hoffen von Herzen, dass es wirkt, ne? Hallo Nesti. Ich habe hier etwas für dich. Eine Tinktur. Ich habe hier etwas für dich. Eine Tinktur. Was? Wofür? Was soll das? Vertrau mir einfach und nimm das Zeug. Ha, den Spruch hätte ich jetzt von einem unserer Schieber erwartet. Also, was ist da drin? Ein Heilmittel. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht mehr über meine Krankheit sprechen. Nimm es. Nur über meine Leiche. Mach sie so dumm. Sei ruhig jetzt und nimm es. Ach, na dann gib her, wenn es dich glücklich macht. Aber trinken werde ich die Scheiße nicht. Es ist ein Heilmittel gegen deine tödliche Krankheit. Und ich bin mir sicher, dass du das Richtige tun wirst. Oh, halt den Mund. Na bitte, geht doch. So. Wir müssen ja uns auf unsere Verbündeten aufpassen. Alles okay? Alles okay. Könnte besser sein. Na dann. Sie ist wie... keine Ahnung. Die Frau ist... Also mit der könnte ich... Boah, mit der könnte ich nicht zusammen sein. Also es gibt vielleicht Männer, die stehen auf sowas, aber beim lieben Herrgott, ich nicht. Ich bin auch eine Frau, also boah, ich schäme mich höchstens für sowas. Na gut, das hätten wir mal. So, Erlösung. Ich muss ihr nur etwas Zeit geben. Sie wird es dann nehmen. Okay. Krumme Geschäfte war das nächste. Genau. Ich muss kurz mal durchlesen. Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Ja, wieso nicht? Mit leer ausgehenden Waffenhandel. Kontakt außerhalb der Kuppel treffend, Waffenherrenschaffe, bla bla. Und da alles will, dass ich ihm anstelle von Page die Waffenlieferung überreiche. Möchte sie aus dem Verkehr ziehen, sodass der Frieden gewahrt bleibt. Puh. Man muss das Eisen schmieden, solange ja, es noch da heiß gut, ist. Ne? Werden wir ihm, denke ich mal, helfen. Ja, wenn die Klinge stumpf ist. Ich bin auch nicht dafür, dass es Krieg gibt, aber naja. Ja. Tun wir dem Chefchen hier helfen und gut ist. Ja. Das ist halt die Regel hier bei solchen Spielen. Des einen freut, des anderen leid, ne? La 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 la. Aber da mir halt die Outlaw wirklich, also mir persönlich, unsympathisch sind ein bisschen, ja. Dann weiß ich nicht, warum wir überhaupt darüber tun. Ja. Wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir dem Typen hier unterstützen tun. Ich meine, ich mag die Kleriker auch nicht so, die sind ein bisschen steif und verklemmt, aber naja. Egal, Servus. Wegen der Waffenlieferung. Wegen der Waffenlieferung. Ich hab da was für dich. Ich hab, was du wolltest. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, die Ware ist vollständig. Überzeug dich selbst. Schon gut. Das Misstrauen ist die Folge meines langen Aufenthaltes hier.
Hier, wer mir die Last von den Schultern nimmt, soll großzügig entlohnt werden. Ach ja, der Waffenhändler. Wie steht es um ihn? Lebt er noch? Hätte ich ihn beseitigen sollen? Nein, nein, es war reines Interesse. Dank deiner Aktion glaube ich sowieso nicht, dass in nächster Zukunft weitere Lieferungen ihren Weg hierher finden. Na, passt. Okay, dann hätten wir das auch schon. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Das mit den Hybriden. Gefährte, Erlösung ist noch zum Abwarten. Zukunft Magalans. So, mit wem müssen wir denn jetzt noch quatschen? Mit unseren Leuten wahrscheinlich im Lager. Und sonst da müssten wir, glaube ich, alle haben, ne? Ja. Dann wieder auf ins Lager der Mitte. Quatschen wir halt mit allen fertig. Und dann schauen wir mal, ob das schon das Ende des Spiels ist. Oder ob es dann vielleicht eventuell noch weitergeht. Also, hallo Arx. Ich war immer der Meinung, dass der Hybrid über allem steht. Doch ab jetzt habe ich eine neue Sicht auf die Dinge. Wenn er nicht einmal in der Lage war, sein Ableben durch die Hand eines einzigen Alps zu verhindern, ist er es auch nicht wert gewesen. Interessant. Ich habe größte Achtung vor deiner Leistung. Hochgradige Effizienz, unbeirrbare Zielstrebigkeit und ein scharfer Verstand. Das sind wie immer die vorwiegenden Eigenschaften, die dich auszeichnen. Commander, Magalan gehört den Alps. So sehe ich das und werde es auch immer so sehen. Alle anderen haben sich uns unterzuordnen. Und wenn es noch Jahre dauert, bis die anderen Gemeinschaften vernichtet oder unterworfen sind, am Ende werden wir die alleinige Herrschaft übernehmen. Na dann, Servus. Muss mir ja nicht gefallen. Na, mir nicht. So. Nesti, wie geht's dir? Alles okay? Alles okay. Könnte besser sein. Okay, da kommt sonst nichts. Lieber Falk. Beeindruckend, wozu ein Mensch allein imstande ist. Du hast die Bestie getötet. Auch wenn es mich mit Schmerz erfüllt, wenn ein lebendes Wesen von uns geht. Du bist jedenfalls wohlbehalten wieder hier. Das wird dir so schnell niemand nachmachen. Es gibt noch so vieles zu entdecken. Gerade jetzt, da der Krieg vorbei ist, wird vieles sehr viel einfacher zu erkunden sein. Sehr gut. Next one. Da vorne. Lieber Ray. Du bist echt ein Teufelskerl, weißt du das? Du gehst da mal eben rein in die Festung und erledigst das Gerät. Ha, alle Achtung, ich bin schwer beeindruckt. Naja, Hauptsache wir leben noch. Ein langer Weg liegt hinter uns, aber ich fürchte, was jetzt kommt, wird noch schlimmer. Na dann. Sehr gut. Freuen wir uns mal drauf, ne? Und Turas. Ein tapferer Krieger, das ist es, was du für mich bist. Du hast den größten Gegner, den Magalan je hervorbrachte, besiegt. Du hast unsere Welt von einem großen Übel befreit. Dein Mut ist unvergleichbar. Ich verneige mein Haupt vor dir, großer Krieger. Wie cool. Sehr gut. Nicht schlecht. Und dann haben wir noch einen. Eigentlich ganz nett hier. Gell, finde ich auch. Du hast es geschafft, nicht wahr? Mhm. Ja. Der Krieg gegen den Hybriden ist gewonnen. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ach ja? Okay, ich bin mal ganz ehrlich. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, wer zur Hölle? Aber am Ende hast du nicht nur den Krieg entschieden, sondern du kümmerst dich auch noch um die kleinen Leute. Dass du wieder hier bist und mir von deinen Taten berichtest, spricht nur für dich. Können die Leute ja sagen, was sie wollen, aber ich finde dich echt okay. Cool. Danke. So, und jetzt Schluss mit dem Gelaber. Ich habe noch zu tun. Sehr gut, deine Geschichte. Der Krieg fand ein Ende, jedoch sollte eine noch größere Auseinandersetzung in Magalan folgen. Und jeder, der ein Teil davon war, nicht so schnell schreibt Geschichte oder was. Sind wir jetzt fertig? Achso, das geht's weiter.
Durch glückliche Umstände und dem zweckmäßigen Denken eines Richters entging Duras einer gerechten Strafe. Der Befehl von Ragnar, dem Statthalter Goliaths, hatte etwas anders vorgesehen und so wandelte der Mörder von Askor weiterhin unbehelligt unter ihn. Alois, der Statthalter der Kuppelstadt in Abessa, hatte Zeit seines Lebens Kriege ausgefochten und es sah... Ich bin jetzt so schnell im Lesen, ey, hallo. Ich lasse das euch über. Drückt dann einfach auf Pause und dann könnt ihr das mit Ruhe lesen. Jetzt haben wir halt das mit Nesti nicht noch geschafft gehabt, ne? Dass sie wohl auch geheilt ist, wissen wir nicht. Ja, der Falk. Wenn man bedenkt, dass es eine Maschine ist, ne? Aber es ist schon cool. Bin jetzt echt gespannt, ob es jetzt weitergeht oder ob es dann später in Elex 2 geben wird. Ich bin gerade am Lesen. Ich bin gerade schneller, wenn ich so durchswitch mit den Augen ein bisschen. Komme ich besser mit, als wenn ich es vorlese. Ja, Tarek ist jetzt auch tot, ne? Saddam hat ihn ja umgebracht jetzt, ne? Ja, dieser Ax, das ist auch ein Typ, ne? Ein Kannibale. Alter Schwede. Das war echt eine Überraschung. Und was kommt jetzt? Ah, okay, geht die weiter. Das dachte ich schon, es kommt noch was anderes. Gibt es quasi jetzt eine Zusammenfassung noch von jedem, von jeder wichtigen Person. Ja, Thorald. William. Und Logan. Ja, er ist ein Feigling gewesen, ne, dieser Logan. Ah, unser Freund, Crony U4. Wirklich ein treuer Freund, kann man sagen, was man will. Unsere gute Throne.
Sestak. Was mit unserem Papa ist, ist auch ganz interessant, ne? Der ist einfach nur davon gelaufen, mehr wissen wir nicht. Genau, sowohl menschlich als auch disziplinarisch eine Vollkatastrophe. Das stimmt, voll und ganz. Ja, ja. Ja, unser Brüderchen. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich hätten wir ihn retten können. Denke ich mal sehr stark. Unser Frauchen. Ja, ja, unser liebes Frauchen. Oh. Jetzt haben sie sogar auch berücksichtigt, dass wir zusammen sind. Das ist schön. Satom, du Würstelsierer. Ja, ja. Unfassbar. Er hat den einen umgebracht, ne? Den vorigen Chef. Ja, ja. Aber trotzdem haben wir Ray mehr oder weniger verziehen. Und seinen Bruder wieder zurückverwandeln können. Das stimmt auch, ja. Wie er das Leben rausgeschafft hat aus dem Chat. Unglaublich. Vadek, genau. Da bin ich dann auch gespannt, was die Wissenden sind. Wir wissen zwar schon wahrscheinlich Außerirdische, könnten aber vielleicht auch Menschen sein, ne? Die sich rechtzeitig ins Weltall mit einem Raumschiff befördern konnten, vielleicht. Die Zukunft Magalans. So, und jetzt? Gucken wir mal. Gibt es jetzt eine weitere Quest? So, na, nur mehr Nesti eigentlich. Das, wenn wir Glück haben. Wenn wir richtig Glück haben, können wir das auch noch machen. Dann hätten wir gar keine Quests mehr. So. Mal gucken. Nesti.
Nescafé, wo bist du? Da ist sie. Nesti? Alles okay? Alles okay. Könnte besser sein. Jetzt ist halt die Frage, wie lange wir da jetzt warten müssten. Reicht es, wenn wir jetzt schlafen gehen würden? Hat er ein Bettchen? Wahrscheinlich ganz oben. Ja, hier hätten wir eins. Dann hauen wir es mal kurz mal aufs Ohr. Mit ein bisschen Glück, wenn wir zum nächsten Morgen switchen, ist Nesti vielleicht schon willig genug, uns mitzuteilen, ob dieses Medikament auch tatsächlich gewirkt hat. Wenn sie nicht will, weil noch ein Bad extra machen ist ein Blödsinn, können wir es mit Überlänge noch probieren. Alles okay? Alles okay. Könnte besser sein. Keine Ahnung. Sie will nicht so recht, glaube ich. Es ist halt die Frage, wie viel Zeit wir ihr da geben müssen. Ob es in Spieltagen gerechnet ist? Ausbau des Lagers. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Das werden wir sehen. Werkbank, natürliche Einrichtung kaufen. Das wäre super. Ja, das ist schön. Das hatten wir aber, glaube ich, schon mal, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Gibt's noch was? Ich möchte... Kein Problem. Ja, dieses Technische und das... Bäh. Das Natürliche gefällt mir schon gut. Natürlich, natürlich, natürlich ist gut. Natürlich ist gut, 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 gut. Gnädigste? Immer noch nichts. Wahrscheinlich wird sie von selber mit uns sprechen. Was machen wir denn jetzt? Ich könnte jetzt noch 20 Mal schlafen gehen. In der Hoffnung, dass dann was passiert. Die Karten haben wir eigentlich auch nie fertig gebracht irgendwie, ne? Also die Karte, das hier, ne? Alle zu finden. So nicht. So. Entschuldigung. Und das mit dem verschlossenen Tresor haben wir auch nicht. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, das wünschte ich mir auch. Ich schlafe nochmal bis zum nächsten Morgen. Es wäre jetzt echt schön, wenn wir die Quest mit Nesti noch fertig bringen könnten. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Das stimmt. Ich wäre auch bereit dafür, Tempat in die Länge zu ziehen. Vielleicht sollten wir aber auch das Ortschaftel hier verlassen. Na? Hey, du, hör mal. Ich ja, sehr gut. Ja? Ja, also, ich wollte dir nur sagen... Lass mich raten. Du hast die Tinktur doch genommen? Und jetzt fühlst du dich schon besser, weil es wirkt? Ach, ja, scheint so. Du bist ja eigentlich... Naja, aber in diesem speziellen Fall hast du die richtige Entscheidung getroffen und dein Leben gerettet. Ach, halt den Mund. Ich hoffe, du bist in Zukunft nicht mehr so leichtsinnig und achtest ein wenig mehr auf dein neu gewonnenes Leben. Ha, ich werde trotzdem für dich weiterkämpfen. Ich bin... Naja, ich bin dir ja schließlich etwas schuldig. Gern geschehen. Gut. Sie kann ja total nett sein. Voll cool. Sollten wir mal ein Replay dazu machen, ne? Dann werden wir uns Nesti als Frau nehmen, glaube ich. Alles okay? Alles okay. Könnte besser sein. Passt. Ja, somit sind wir fertig, oder? Wir haben keine Quests mehr. Wir könnten jetzt freilich noch sagen, dass wir noch alle Viecher auf dieser Welt klatschen. Aber das ist sinnlos, oder? Ich glaube, wir sind hier komplett fertig. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch irgendwo weitergehen würde. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir tatsächlich alle... ob wir tatsächlich alle Teleporter gefunden haben und so weiter. Das ist keine Ahnung. Aber das Spiel wollte ich sowieso nicht auf 100% schaffen. Ich meine, wir haben den Hybriden besiegt. Es ist questbedingt
haben wir scheinbar wirklich alles geschafft. Oder zumindest sage ich jetzt mal zu 90%. Keine Ahnung, ob noch wo vereinzelt was versteckt ist. Der Part ist auch vollständig mit 30 Minuten. Also ich glaube, wir können Alex als gelungenes, erfolgreich gelöstes Projekt sehen, oder? Und könnten uns dann einem neuen Projekt widmen, würde ich sagen. Wie gesagt, mein Fazit, habe ich eh schon gesagt, dass der Abspann war, weil da dachte ich schon, es ist schon alles vorbei. Freilich könnte man jetzt als Kritikpunkt nehmen, dass die Mimik und die Gestik nicht so schön ist. Ne? Wenn man es vergleicht mit Risen, da haben sie mehr mit den Händen gefuchtelt und mehr mit den Gesichtern die Mimik gezeigt. Aber ist ja wurscht, vielleicht kommt ja ein Alex 2, es wäre wünschenswert. Vielleicht machen sie dann da mehr Gestik und mehr Mimik rein, aber so muss ich sagen, ist das Spiel nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Also, ich bin sowieso ein Piranha-Bytes-Fan, also ich möchte jetzt dann auch Risen 3 noch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich heute noch dazukommen werde zum Aufnehmen, wahrscheinlich nicht, weil ich noch Green Hell machen möchte. Mal schauen, vielleicht dann nächstes Wochenende. Auf jeden Fall, Risen ist ein sehr gewünschtes Projekt von mir. Ich möchte auch die Risen-Reihe fertig haben. Gibt es ja auch insgesamt 3 Teile, 2 haben wir schon gezockt. Den dritten Teil gehen wir jetzt dann an. Und ich würde sagen, Alex, lass mal das so stehen, wie es ist. Wir haben alle Quests gemacht, die wir gefunden haben. Wir haben viele Freunde bekommen. Wir haben die Welt gerettet fürs Erste. Und schauen wir dann mal, was in 5 Jahren passiert. Vielleicht ist es ja Real Life 5 Jahre. Und in 5 Jahren kommt dann Alex 2. Wäre ja super. Werde ich auf jeden Fall auch Let's Playen. Und ich hoffe sehr, dass vielleicht Piranha Bytes sich auch trauen darf, wohl gesagt. Trauen tun sie sich sicher. Aber ob sie auch vom Gesetz her sich trauen dürfen, wieder ein bisschen mehr in die Gothic bzw. Risen frech sein, also charakterfrech sein, Richtung gehen zu dürfen, zu können. Aber ansonsten, wie gesagt, mir hat das Spiel gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und wir hören und sehen uns dann im nächsten Projekt zu einem anderen Part. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wie gesagt, wir hören uns eben dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi!